Hallo, herzlich willkommen zu meinem 35 Abonnenten-Special. Also, wir sind ja ein Kanal, der entgegen zu den meisten erfolgreichen YouTube-Kanals wirklich mehr Videos als Abonnenten hat. Und ich werde euch heute als Abonnenten-Special zeigen, wie man ein Video aufteilt in vier Teile, sodass man es auf vier Leinwänden anzeigen kann. Und zwar habe ich dazu den Befehl Split-Up geschrieben. Und ich werde jetzt einfach mal den Film Schwiegermutter-Alarm von Albertson damit kodieren. Und ja, das wird ungefähr 41 Sekunden dauern. Dabei erkläre ich euch das Skript. Und zwar, das Skript nutzt erzeugt vier Dateien, BERT P1 bis BERT P4. Und Skript sehen wir jetzt hier. Wir berechnen die Höhe und die Breite, also holen extra Handy aus dem Video, halbieren die und dann haben wir die Maincoder-Optionen und genau hier und darunter dann viermal den Maincoder-Aufruf, jeweils parallel mit dem Videofilter Crop. Und der schneidet im Prinzip ein Stück aus unserem Video aus und als Ausgabe die jeweils Präfix P1, P2, P3, P4 mit den Maincoder-Optionen. Hier warten wir dann auf die vier Encoderer-Prozesse, dass die abgeschlossen werden. Und ja, das Ganze hat 44 Sekunden gedauert, in der Userzeit aber 2 Minuten, das heißt, es wurden wirklich alle vier Kerne benutzt. Und ich spiele euch erstmal den Film an, wie er original aussieht. Schwiegermutter-Alarm von Familie Bert. Und jetzt spiele ich alle vier Teile ab. Also vor I in Bert Stern. Du SH-CM Player $i und Semikolon dann und dann muss ich die vier Fenster zusammenpuzzeln. Ja. Fertig zusammengepuzzelt, ergibt sich dann der zusammengeschnittene Film. Und ich bin wirklich erstaunt, dass die vier M-Player wirklich so synchron laufen. Also das Timing von dem Video ist schon sehr genau. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich kann bald ein 36 Abonnenten-Special machen. Ciao. Sag ich dir, was der Briefträger mal zu Mama sagt. Ich höre.